Angeführt von unserem Vite, Olli Gamrat. Lieber Olli, lass dich grüßen und wir grüßen Sie mit einem kräftigen Bug! Bug! Mit dabei unsere Burgnarrengarde, die werden wir nachher auch noch in der Halle sehen, sowie als auch unsere Bambinis. Und da kommt der Musikverein aus Straßburg. Anschließt und entsprechend hinterher kommt der Falkner mit unserer Falkenschar. Ja, liebe närrische Festgäste, eins ist natürlich klar, eine Vielzahl unserer Hästträgerinnen und Hästträger befinden sich bereits in Halle oder Zelt und stehen dort schon für die Bewirtung für sie bereit. Deswegen ist unsere Narrenschar heute relativ überschaubar. Mit dabei natürlich ebenfalls auch unserer Narrensohme, den wir haben hier bei uns in im Burgnarrenverein Straßburg. Wir haben einen relativ großen Narrensohme. Wir können ca. 80 Mädels und Jungs im Narrensohme unser eigen nennen. Und somit ist die Zukunft auf jeden Fall natürlich auch gesichert. Bei der Burg Falke gibt es das Hauptaugenmerk auf jeden Fall der Vollholzmaske. So, Falkner, unser Jochen Knobel, Lotte ist der Hannen und Sprenger. Das sind unsere Burg Falke und auch Sie begrüßen wir mit einem kräftigen Burg. Aufgrund dieser Vollholzmaske haben wir hier so den einen oder anderen noch ohne Maske gesehen. Es ist nicht so einfach, diese Maske zu tragen. Deswegen läuft auch. Laufen die Kinder entsprechend noch ohne Maske. Nari! So, hinter unserem Burgnarrenverein, der wie gesagt zu Großteilen bereits schon in Halle und Zelt für Sie bereitsteht, haben wir nun die Speyer-Hexe aus Straßburg. Und auch Sie grüßen wir mit einem kräftigen Schmeier! Angeführt werden die Schmeierhexe von Volker Wurz und das ist jetzt hier ihre Garde, wo sie haben und hinterher kommen die Schmeierhexe und auch auf euch ein Dankeschön und ein groß, ein dickes Schmeier! Hexe! Schmeier! Hexe! Hexe! Oh! Oh je, das Ding, ja. So, das sind noch die Schmeierhexe aus Straßburg. Dankeschön, dass ihr euch hier an unserem großen 10. Spaßburger Nachtumzug beteiligt. Und wir sagen nochmals Danke mit einem kräftigen Schmeier! Und anschließend an die Schmeierhexe kommen die Riedhexe aus Hochimminge. Die Riedhexe, es ist wohl irgendwas schiefgelaufen in der Anmeldung, wir haben aber trotzdem gesagt, jawohl, alles klar, kommt der Hanna nach Straßburg, habt Spaß bei unserem 10. Spaßburger Nachtumzug und deswegen haben wir sie als 3B eingeführt und diese Riedhexe aus Hochimminge, die kommen nach der Schmeierhexe aus Straßburg dran entsprechend, aber jetzt warten wir erst noch ein bisschen da sind. Das geht. Oh nee. Nee? Wo ist der Florian? Wo ist der Florian? Kennst du ihn nicht? Egal. Ich kann den wechseln. Oh nee. So, alles klar. Das sind jetzt eben hier die Riedhexe aus Hochimminge. Und auch Dankeschön, dass ihr hier nach Straßburg gekommen sind entsprechend. Wie gesagt, wir sind ja recht flexibel bei der ganzen Geschichte und haben gesagt, ihr solltet in Straßburg kommen, solltet Spaß haben in Straßburg. Und auf euch ein kräftiges Nari! Nari! Nari!
ihr habt einfach die Zeit zur Vorbereitung gefällt. Und deswegen grüßen wir die Riedhexe. Wir haben es gerade gehört mit einem kräftigen Ried. Ried! Ried! Und weiter geht es nach der Riedhexe aus Hochimmingen mit der Semmeringer Spiellumpe Schlecker unter der Leitung von Julia Maywald. Und ich grüße mich mit dem Spiellumpe! 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 Ja, die Semmeringer Spiellumpe Schlecker, die sind eigentlich fast jedes Jahr zu Gast in Straßburg. Dafür ein herzliches Dankeschön mit einem kräftigen Spiellumpe! 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 Nach dem Spiel und Beschlecker, man sieht sie schon, kommen hier die Branntweinhexen aus Kohlstetten. Bei denen waren wir ebenfalls schon mal zu Gast. Wir haben relativ gute Verbindungen zu den Branntweinhexen. Und sie werden angeführt unter ihrem mit dem Vorstand Peter Risch. Schön, dass ihr Straßburg gekommen seid zum erneuten Mal. Ihr seid eigentlich immer unser Gast beim Spaßburger Nachtumzug. Sie zeigen jetzt der Hanne ihre Hexenpyramide. Und wir sagen danke, dass ihr Straßburg gekommen seid mit einem kräftigen Branntwein. Rennbein! Rennbein! Was ist denn nach der Aufruhr? Jawohl, die Pyramide steht und wir sagen nochmals Dankeschön mit einem kräftigen Rennbein! 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 Ja, lieber Peter, nochmals ein herzliches Dankeschön, dass ihr Straßburg gekommen seid. So, jetzt haben wir der Hanna irgendwie ein bisschen ein Loch zu überbrücken, aber es wird sich geben. Und irgendwas Großes, was mir noch nicht bekannt zu sein scheint, kommt der Hanna auf uns zugerollt. Ich bitte aber dennoch, alle die Straßen frei zu halten. Sämtliche Hessträger, die keine Masken haben, sollten die Straßen frei haben. Dankeschön. Das sind noch immer die Branntweinhexe. Oh. Kann ich auch mal kennen, vor 10 Jahren. Branntwein! Hexe! Hexe! So, der Hanna, da sehen wir immer noch eine Branntweinhexe. Und da als nächstes sollte gemäß meinem Plan eigentlich die Kübele Hannes aus Lautlingen kommen. Dass die Kübele Hannes ist, der Hanna ein Gefährt mit sich bringt, das hat mir bis jetzt noch keiner gezeigt, aber wir werden mal sehen, was sich da dahinter verbirgt entsprechend. Da kommen jetzt der Hanna, die Kübele hat es. Ja, okay. Schlautlinger hat man halt keine Fahrzeuge, die schneller fahren können oder wir entsprechen. Es ist halt einfach so. Ihr haltet mir meinen ganzen Umzug auf. Aber seht, dass ihr Spaßwurst geht. Das sind jetzt die Grabenklepper, die vor der Schlautlinger von der draußen laufen oder auch fahren entsprechend. Angeführt von Michael Fürst und ihr zweiter Vorstand ist der Wolfgang Leibold, eine Zunft aus unserem nahen Freundschaftsring Zollern Alp. Ebenfalls werden wir wahrscheinlich noch sehen, weil ich habe ihn heute auch schon gesehen, der Ehrenzunftmeister und der Ortsvorsteher aus Lautlingen, Heiko Peter Melle. Ja, liebe Kiebele, alles danke, dass ihr Straßburg gekommen seid und wir bedanken uns mit einem kräftigen Kiebele! 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 Ja, und die Herren im Blau, wo man dahinter sieht, das ist eben der Michael Fürst und rechts daneben der Ortsvorsteher, der allerdings auch abgesetzt wurde, der Heiko Peter Melle. Was wir jetzt da nicht dabei haben, ist der Wolfgang Leibold, der Vize. Aber ich denke, wäre der ein Grund, vielleicht ist er ein bisschen, vielleicht hat er gestern einen Getränkeunfall gehabt, man weiß es nicht, ha? Alles klar. Nochmal, danke, und Kiebele! 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 Ja, alles klar. Jetzt haben wir hier die Mengener
Stadthexe. Liebe Mengener Stadthexe, danke, dass ihr den Weg ist, Rostburg gefunden habt. Und auch euch sagen wir danke mit einem kräftigen Mengener! 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 Nein, die große Hexenschar, die man hier aus Mengen entsprechend die Straße runter marschieren sieht. Schön, dass ihr mit so viel Leute gekommen seid, und da tut sich ebenfalls was im Umzug. Ha. Ah, Tüpfel. Und jawohl, nochmals danke an die Mengener Stadthexe, und wir sagen wiederum danke mit Hegener! Ja, das sind immer noch die Mengener Hexe, und sie haben mich informiert, dass sie nur eine Gruppe Löwe mitbringen. Entsprechend auch danke an euch, dass ihr der Welt in Straßburg gefunden habt. Und auch zu euch sagen wir danke mit einem kräftigen Mengener! Wir gehen dazu, Mengen. Jawohl, nochmals danke mit einem kräftigen Mengener! Dankeschön! Und danach kommen die Burghexe aus Hornstein mit ihrem ersten Vorstand, Sebastian Christian. Lieber Sebastian, danke, dass ihr gegen Straßburg gekommen sind. Danke zum wiederholten Male, dass ihr gegen Straßburg gekommen sind. Und danke sagen wir an euch mit einem kräftigen Burg! 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 Hexe! Auch hier tut sich was, auch Sie dürfen uns natürlich Ihre Pyramide entsprechend präsentieren. Und nochmals danke mit Burg! 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 Danke, dass ihr der Weg ist, Straßburg gefunden. Wir sehen uns nachher in Halle oder Zelt. Viel Spaß noch hier im närrischen Spaßburg. Dankeschön. Hexe! Hexe! So, nach der Burghexe kommen die Burgstallgeister aus Bittelschieß. Mit ihrem Präsident Matthias Acker. Lieber Hexe. Matthias, wo bist du? Zeug dir mal da. Danke, dass ihr zum wiederholten Male nach Straßburg gekommen seid. Ihr seid immer herzlich willkommen hier in Straßburg, und wir bedanken uns mit einem kräftigen Burgstall! 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 Und nach der Burgstallgeister kommen die Simmeringer Rethexe mit ihrem Vorsitzenden Stefan Kloschke. Lieber Stefan, auch ihr seid regelmäßige Gäste hier bei unserem Spaßburger Nachtumzug, und deswegen freut es mich wieder besonders, euch hier in Straßburg begrüßen zu dürfen. Und ich sage danke mit einem kräftigen Aradia! Aradia! Aradia!
Die Pyramide! Oh, oh, oh! Vorsicht! Sie steht und wir sagen nochmals Danke mit einem kräftigen Aradia! 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 Saubere Sache! Dankeschön! So, das waren die Simmeringer Rietexe. Und noch das Simmeringer Rietexe. Kommen die Schwabehexe. Das sind jetzt alles noch hier nochmal. Die Simmeringer Rietexe. Und euch auch nochmals ein kräftiges Dankeschön. Mit einem fetzigen Aradia! 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 Wie schon angekündigt, weiter geht es mit der Schwabehexe. Und die Schwabehexe wäre angeführt diesmal von einer Frau, von der Miriam Zoller. Liebe Miriam, danke, dass du mit deiner großen Narrenschar in Straßburg gekommen bist. Schön, dass du da bist. Und wir sagen danke mit einem kräftigen Schwabe! 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 Das sind die Schwabehexe gescheit. Und noch die Schwabehexe folgt eine Zunft aus unserem nahen Freundschaftsring Zollernheit, nämlich die Ehrenwalddichter. Und die Ehrenwalddichter werden angeführt von meinem Freund Bernd Locher. Lieber Bernd, schön, dass du mit deiner Lake in Straßburg gekommen bist. Und dafür sagen wir Entschuldigung, natürlich nicht Bernd, sondern Bernhard Locher. Und dafür meine Entschuldigung und ein kräftiges Ehrenwald! Jawohl! Dankeschön! Und noch der Ehrenwalddichter. Da kommt eine Guckemusik, die seinesgleichen sucht. Vor Corona, vor dem bösen Mord mit C, haben sie mir beim letzten Umzug in 2020 noch abgesagt. Und dann musste mir sage und schreibe fast gar 3 Jahre warten, bis mir die Autoren gucken aus Otterschwang wieder hier entsprechend in Straßburg begrüßen dürfen. Angeführt werden sie vom Dirigent Tobias Fischer. Und wir sagen danke, dass Sie wieder in Straßburg gekommen sind und freuen uns nachher auf einen grandiosen Auftritt mit einem kräftigen Au! 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 Simone Krall und die Simone Krall, ich kann mich daran erinnern, sie macht es eben auch schon so lang, mindestens so lang wie ich diesen Job hier inne habe. Und das ist auf jeden Fall einmal ein Wort. Liebe Simone, danke an deine große Narrenschau, dass sie wieder gestraßbar gekommen sind. Und wir sagen danke mit Kelberg! 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 Weiter geht's mit der Hornstuhl-Hexe, mit ihrem ersten Vorsitzenden, Andreas Menzner. Lieber Andreas, auch an dich ein herzliches Dankeschön, dass ihr den Weg in Straßburg gefunden habt. Schön, dass ihr da seid. Und danke sagen wir mit Hornstuhl! 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 Jawohl, danke!
Dankeschön. Super gemacht. Nochmals danke mit Onstor. 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 Hoppa. Und nach der Hornstor Hexe kommen die Biersinger und Butzer. Eine Zunft, mit der wir sehr gute Verbindungen pflegen. Die Biersinger und Butzer kommen, wie es der Name schon sagt, aus Biesinger und werden angeführt von ihrem roten Butz Michael Müller. Lieber Michael, das ist der, der so verrückt aufeinander springt. Dankeschön, dass du in Straßburg gekommen bist mit deiner großen Narrenschar. Es freut mich sehr, wir werden es wieder gut machen und werden euch auch wieder in Biesinger besuchen. Mit dabei haben sie natürlich ihre Kanoniere. Und wir sagen danke, dass die Biesinger Butzer der Weg ist, Straßburg, von der mit einem kräftigen Biesinger! 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 Butzer! Sie leben! Hoch! Sie leben! Hoch! Sie leben! Hoch! Ebenfalls eine Mitgliedstumpf aus dem Narrenfreundschaftsring Zollermann, aus unserem Narrenfreundschaftsring Zollermann. Dankeschön, dass ihr in Straßburg gekommen sind. Putze! Putze! Hoch! 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 Ja, die Biesinger Butze, angeführt vom roten Butz Michael Müller. Thomas, danke schön, dass ihr der Weg ist, Straßburg gefunden. Michael, du bist einfach ein Sauhund, man weiß es einfach. Man kann es nicht anders sagen, gell? Aber nochmals, Dankeschön. Ich meine, die Biesinger Butze haben ja ihre Entstehung aus dem Pestzeitalter und deswegen auch da haben entsprechend der Nebel. Ja, ist richtig gut, aber sei es drum. Dankeschön, dass ihr der Weg in Straßburg gefunden habt. Wir sagen nochmals Danke mit einem donnernden Biesinger! Butze! Biesinger! Butze! Biesinger! Butze! Sie leben! Oh! Sie leben! Oh! Sie leben! Oh! Dankeschön! Was wir da haben in der Sendung, ist der Medikus. Der Medikus ist die Einzelfigur der Biesinger Butze. Oh, jemand hat Medizin dabei. Es droht mir Schlimmes, es droht mir Schlimmes. Lieber Medikus, Dankeschön für diese Medizin. Sie wollen mir gut tun. Leck mich am Arsch. Ja, nochmal ein kräftiges Biesinger auf. Passt. Weiter geht's mit dem Bremersbauteufel. Die Bremersbauteufel hat einen weiten, weiten Anreiseweg. Trotzdem freut es mich sehr, dass ihr der Weg in Straßburg gekommen sind, weil sie kommen nämlich aus Baden-Baden und wir sagen Danke, trotz dieses weiten Anreiseweges mit einem kräftigen Bremersbauteufel. 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 Angeführt werden die Bremersbauteufel von dem oder der, das weiß ich jetzt so genau, Dennis Giese. Und nochmals Danke an euch, dass ihr der Weg in Straßburg gefunden habt. Nach dem Fremmersberg Teufel kommen die linken Bodler, Höllegeister. Auch an euch. Dankeschön, dass ihr wieder dabei seid hier in Straßburg. Sie werden angeführt vom Vorsitzenden Norbert Handschuh. Und danke, dass ihr wiederum Gast hier in Straßburg seid. Sage mir mit einem kräftigen linken Bodler. Höllegeister! Linken Bodler! Höllegeister! Linken Bodler! Höllegeister! Dankeschön, dass ihr der Weg in Straßburg gefunden habt. Der weiß schon, ich bin da. Ja, der weiß es gleich. Ja, der weiß es. Welche Nummer? Keine Ahnung, gute Frage. Weiß nicht, dass der läuft. Der Motor ist auch da. Ja, alle beide. Alles wir kommen nach der linken Bodener Höllegeister zur Gruppe 19. Das ist die Narrenzunft Bad Urach, die dann anmarschiert. Oh, das hier sind aber alle noch die linken Bodener Höllegeister. Auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr der Weg in Straßburg gefunden habt. Und nochmals danke mit dem kräftigen linken Bodler! Linken Bodler! Linken Bodler! Ja! Jetzt muss man da was sehen! Das ist die Narrenzunft Bad Urach. Angeführt wird die Narrenzunft Bad Urach von Karl-Heinz Föhringer. Lieber Karl-Heinz, Dankeschön, dass du mit der Zunft der Weg der Hannegi Straßburg ins närrische Spaßburg gefunden hast. Herzlich willkommen hier zu unserem Spaßburger Nachtumzug. Ja, und danke sagen wir, dass ihr der Weg in Straßburg genommen habt mit einem kräftigen Elefant! Elefant! Elefant!
macht Uwe. Warum? Warte, Uwe, wir kommen zu den Leuten runter. Scheiße. Das hier sind alles noch die Elephants aus der Nahe zum Bad Ura. Auch an euch ein kräftiges Dankeschön, dass ihr hier gestrosst worden gekommen seid. Und danke sagen wir auch zu euch natürlich mit einem kräftigen Elephant! 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 Und was man da schon links sieht nach der Narrenzunft Bad Urach, das ist eine Zunft aus der Nachbarschaft, das ist nämlich die Vetterzunft aus Harthausen. Und hier kann man nur sagen, bei gutem und bei schlechtem Wetter grüßt euch der Harthauser! Harthauser! Und ich möchte auch jetzt ganz einfach nochmal bitten, alle die Straße frei zu machen. Jeder Hessträger, der keine Maske trägt, hat auf der Straße nichts zu suchen. Dankeschön. Da kommen Sie, die Harthauser Vetter. Angeführt von ihrem neuen Vorsitzenden oder von ihren neuen Vorsitzenden.